war schon was anderes und das war für mich halt natürlich auch als erstes Jahr Kapitän in einer Mannschaft auch was Neues, aber mir hat es echt, wie gesagt, unfassbar viel Spaß gemacht. Ich glaube, das sind auf jeden Fall die richtigen Leute, die aktuell hier sind. Ich glaube halt, der Verein baut sich gerade gut auf. Ich glaube, die Infrastruktur wird weiter aufgebaut und das soll halt, darf halt auch nicht zu schnell gehen. Und ich glaube, das ist Step by Step am besten. Ja, man merkt einfach, dass Basketball wieder auflebt in Hagen. Ja, für mich ist es genau der richtige Schritt jetzt, einfach da den nächsten Schritt zu gehen. Ich würde sagen, persönlich für mich hängen geblieben ist von letzter Saison auf jeden Fall, das war, glaube ich, eines meiner besten Jahre vom Spaßfaktor her, natürlich auch vom Erfolg her. Ich meine, wir haben das Ziel erreicht, wir haben die Playoffs geschafft, das erste Mal seit Jahren. Mir persönlich hat es unfassbar viel Spaß gemacht. Ja, eine richtig geile Truppe, gute Jungs, vernünftige Jungs, natürlich auch ein bisschen Glück mit den Importspielern, aber das hat echt super gepasst dieses Jahr. Und ja, alles in allem war es auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Jahr, würde ich sagen. Und ich würde sagen, ein erster guter Schritt für Phoenix Hagen. Ja, ich glaube schon. Ich meine, man muss ja auch so ein bisschen als Vorbild vorangehen. Und ich bin ja auch der einzige Verbliebene gewesen von der Saison davor. Und ich war der Einzige, der halt sich in der Stadt auskannte, der den Verein Phoenix Hagen kannte, der schon gewisse Plays oder Spielzüge, die wir halt gespielt haben, Verteidigungen schon kannte und da so ein bisschen vorangehen konnte mit den Jungs und denen halt so ein bisschen zeigen konnte, okay, hier geht's lang. Und ja, natürlich auch so ein paar Ansprachen zwischendurch vom Spiel, Huddeln und so weiter. Es war schon was anderes und das war für mich halt natürlich auch als erstes Jahr Kapitän in einer Mannschaft auch was Neues, aber mir hat es echt, wie gesagt, unfassbar viel Spaß gemacht und ich glaube, das war das perfekte erste Jahr für mich mit den Jungs, die ich dabei hatte. Ich glaube, die Saison davor war ich ja auch schon mehr oder weniger so ein emotionaler Leader. Da habe ich auch viel geredet. Das war dann so das erste Jahr, wo ich dann halt auch gemerkt habe, okay, ich bin halt einfach kein Rookie mehr. Ich bin nicht mehr einer der jüngeren Spieler, sondern ich bin mittlerweile so, okay, ein erfahrener Spieler. Und da habe ich schon viel kommuniziert. Deswegen ist es mir halt irgendwie nicht schwer gefallen, dieses Jahr dann halt auch zwischendurch, wenn es halt drauf ankam, zu reden oder mir die Jungs ranzuholen, was zu sagen. Aber wie gesagt, das war halt dieses Jahr einfacher als die Saison davor, weil alle von uns eigentlich hohes Basketball-IQ hatten und weniger Fehler passiert sind und die meisten halt wussten, okay, was Sache ist, was die machen müssen. Und natürlich hatte ich mit JJ auch noch einen erfahrenen Mann dabei, der mich dabei noch unterstützt hat und ich glaube, es hat so auf jeden Fall sehr gut gepasst. Ich glaube, ja, JJ und ich damals, also klar, ich war halt ziemlich jung, ich weiß nicht, wie alt ich war, 17, 18, ich war halt ganz, ganz junger Spieler, ich glaube sogar der Jüngste in der Mannschaft. Und JJ war natürlich auch, ich glaube, Rookie sogar in dem Jahr. Ich bin nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall auch einer der jüngeren Spieler. Und ja, wir haben einfach unseren Job gemacht, den wir machen sollten. Und es wurde nicht viel geredet so. Wir waren halt, ich hatte halt eine ganz, ganz kleine Rolle im Team. JJ natürlich schon eine größere Rolle. Aber wenn ich es jetzt mit heute vergleiche, was JJ für ein Typ geworden ist, ich glaube, JJ ist der heftigste Trash-Talker der ganzen Pro A, vielleicht sogar der ganzen BBL, Pro A, Pro B. Ja, der viel. Ich sag mal, der sehr speziell ist, der halt seine Art hat zu spielen. Und ich glaube, er braucht das auch, dieses ganze Trash-Talken und dieses Rumgelaber und dieses Provozieren so ein bisschen. Das macht ihn halt zu einem besseren Spieler und das macht ihn halt auch aus. Und er auch zu mir. Also ich, wie ich schon gesagt habe, ich fühle mich halt das erste Mal die letzten 2 Jahre so wirklich so, okay, ich bin ein gestandener Spieler, ich bin kein Rookie mehr, ich bin kein junger Spieler mehr in der Mannschaft. Und das ist halt ein totaler Unterschied zu damals. Ne? Ich hoffe natürlich, dass ich da noch fit bin, vielleicht noch ein bisschen fitter als JJ, aber JJ hat halt wie gesagt seine spezielle Art zu spielen. Ob ich dann auch so viel labern werde, so viel Trash-Talken werde, wer weiß. Ich weiß nicht, was in 4, 5 Jahren abgeht bei mir, wo ich dann auch immer spiele. Aber ist auf jeden Fall schon mal ein kleiner Vorgeschmack für mich, okay, und zu sehen, okay, wenn der Körper vielleicht nicht mehr ganz so hundertprozentig mitmacht, gibt es aber andere Sachen, die es dann vielleicht ausgleichen und ja, wie gesagt, JJ da ein super Vorbild auf jeden Fall. Ich glaube halt, dadurch, dass halt Martin dazugekommen ist als neuer Geschäftsführer und halt Dom als, weiß ich was er macht, Marketingleiter oder ein bisschen Sponsorenvertrieb ranholen. Ich glaube, dass halt, dass schon zwei gute Jungs dabei sind. Also mit Martin auf jeden Fall auch einer, der halt, wo man auch sieht, okay, er lebt den Basketball total. Dom selber noch gespielt letzte Saison mit mir. Ich glaube, das sind auf jeden Fall die richtigen Leute, die aktuell hier sind. Ich glaube halt, der Verein baut sich gerade gut auf. Ich glaube, die Infrastruktur wird weiter aufgebaut und das soll halt, darf halt auch nicht zu schnell gehen. Und ich glaube, das ist Step by Step am besten. Und wie gesagt, dieses Jahr war halt ein großartiger Schritt nach vorne. Die Fans sind wieder am Start. So, die Hallen waren zweimal komplett ausverkauft. Und auch in den Spielen davor hatten wir immer eine volle Halle. Und ja, man merkt einfach, dass Basketball wieder auflebt in Hagen. Und ja, es geht genau in die richtige Richtung. Und
Ich denke, es wird auch so weitergehen, dass man sich halt die nächsten Jahre Step by Step nach oben aufbauen kann und dann wieder in die erste Liga schauen kann, ja. Ich werde nächstes Jahr nicht mehr dabei sein, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich habe mich in den letzten 2 Jahren auch viel durch die Arbeit mit Chris und mit den anderen Coaches, habe ich echt einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und ich bin jetzt 26 Jahre alt und für mich ist es halt so an der Zeit, ich sag mal, ich will es auf jeden Fall nochmal wissen. Und ich habe halt ein sehr gutes Angebot bekommen aus der ersten Bundesliga. Und ja, das war für mich jetzt einfach die Chance. Ich habe auch immer gesagt, ich würde jetzt nicht zu jedem x-beliebigen BBL-Club wechseln, sondern da waren halt ein, zwei bestimmte bei, wo ich halt auch gesagt habe, okay, wenn ich von denen was bekomme, was konkret ist, dann werde ich mir das auf jeden Fall auch anschauen. Und jetzt habe ich mich für einen Club entschieden. Und ja, für mich ist das, glaube ich, einfach der richtige Weg, jetzt den nächsten Schritt zu gehen und nicht noch 2, 3 Jahre zu warten, sondern ich brauche auch einfach diese Challenge und ich brauche diese Challenge an mich selbst. Und deswegen freue ich mich halt extrem darauf. Ja. Für den gereiften Marcel Kessen geht es nach Heidelberg. Also kann ich ja sagen, spiele nächste Saison für Heidelberg, für die MLP Academics. Die Saison danach wahrscheinlich auch. Oder ich gehe mal stark davon aus. Ich habe einen Zweijahresvertrag da unterschrieben und ich bin halt, wie gesagt, der Meinung, dass es für mich genau der richtige Schritt ist. Und Heidelberg war für mich auch immer ein sehr interessanter Club die letzten 2 Jahre. Ich meine, die Entwicklung, die die gemacht haben von der Pro A in die Bundesliga, die haben sich auf jeden Fall fest etabliert. Der Coach mit Jonas Isalo ist natürlich einer der besten Coaches gerade in der Bundesliga. Sein Bruder Thomas hat natürlich gerade die Champions League gewonnen mit Bonn und vielleicht auch oder wahrscheinlich auch die deutsche Meisterschaft. Und ich denke mal, der Basketball in Heidelberg und in Bonn ist ein ähnlicher Basketball. Und ja, für mich ist es genau der richtige Schritt jetzt, einfach da den nächsten Schritt zu gehen. Und wie du schon gesagt hast, als gereifter Spieler, dank Chris Harris und seinen ganzen Assistant Coaches, ob Johannes, ob Stanley Witt und natürlich auch die Arbeit mit Jonas, unserem Physio, die hervorragend war, bin ich halt jetzt ready dafür und werde jetzt den Sommer noch nutzen und Gas geben und mich dann halt für die BBL vorbereiten, ja. Ja, ich glaube schon, dass ich werde natürlich in Kontakt bleiben mit allen Leuten hier in Hagen. Also es sind mir alle sehr, sehr ans Herz gewachsen und ich denke auch nicht, dass irgendwie eine Rückkehr irgendwann ausgeschlossen ist und ich werde, wie gesagt, in Kontakt bleiben und mal schauen, was in Heidelberg so geht, was ich so mitbekomme. Ich meine, die haben, wie gesagt, in den letzten 2 Jahren jetzt echt einen guten Job gemacht, um sich halt da oben zu etablieren und ich werde bestimmt mal schauen können, okay, was geht da vielleicht im Office ab, wie sehen die Trainingssituationen aus, wo kann man vielleicht noch in Hagen hier nachjustieren und vielleicht auch mal ein, zwei Sachen mit Martin oder mit Chris austauschen und ja, mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es hier in Hagen weitergeht. Ich werde das natürlich weiterhin verfolgen. Ich drücke natürlich fest die Daumen, dass der Weg oder das Ziel auch erreicht wird. Und ja, ich bin dann, wenn es geht, wenn es zeitlich passt, natürlich auch dann noch eine Halle am Start, ja.